Guten Tag, mein Name ist Jost Derberg und ich bin Kinder- und Jugendarzt in Hamburg-Altona. Ich möchte auch 2 Wochen nach der Aktion allesdichtmachen.de den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr danken. Auch wenn sich, wie Tukur sagt, nun alle an die Gurgel gehen. Denn ihre Satire ist eine Zumutung. Und was hat diese Satire uns zugemutet? Sie sprechen uns Mut zu, dass wir ehrlich sind. Und dass wir ehrlich unsere Meinung sagen und sie nicht hinterm Berg halten und keine Angst haben vor der Reaktion der anderen. Denn das scheint ja momentan ganz besonders stark der Fall zu sein. Sie sprechen uns Mut zu, Interesse zu haben. Interesse zu haben für alle, die unter der Pandemie leiden. Und das sind aus meiner Perspektive neben vielen auch die Kinder und Jugendlichen, für die ich mich täglich einsetze. Und sie sprechen uns Mut zu, Respekt zu haben und Respekt zu üben vor der Meinung der anderen und diese auszuhalten und sie nicht niederzumachen. Und so wünsche ich mir für den weiteren Verlauf der Diskussion um die Maßnahmen der Pandemie und um das Krankheitsgeschehen einzuschränken und einzudämmen, mehr Ehrlichkeit, mehr Interesse und mehr Respekt. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Verständnis.